Jetzt müsst mich eigentlich auch schon hören. leicht noch einen Ticken lauter. So, jetzt sollte es klappen mit der Kameraeinstellung. Ich müsste jetzt eigentlich hier hin und her swappen können. Einen Moment. Ja, das funktioniert. Wenn ihr mich sehen könnt laut und hören könnt laut und deutlich, dann haut schon mal eine Eins rein, damit ich es sehen kann, dass alles wieder funktioniert. Denn ich bin ja vom Urlaub zurück und ich bin mir noch gar nicht sicher, ob mein... Komplettes Hardware wieder funktioniert. Hatte heute ja schon ein bisschen Schwierigkeiten. Hintermann, vielen lieben Dank für dein Abo. Ja, vielen lieben Dank. Ach, ist das schön. Schön, wieder back zu sein. Ja, und ihr seid ja auch schon wieder da. Unglaublich, Leute. Ja. Schon über 40 Leute hier. War mir noch ein bisschen, bis noch ein, zwei dazukommen. Und stoßen wir. Wie findet ihr meine neue Kameraoptik? Also, jetzt kann ich swappen. Schau mal. Einmal hier und einmal hier. Heute gab es gute positive Kritik. Jemand hat geschrieben: Hey, äh, die Kamera unten sieht nicht so gut aus. Äh, ich habe die jetzt umplatziert, sollte ein bisschen besser sein. Aber ja, mega cool. Coole Perspektive. Ja, sehen wir mal ein bisschen mein Puff hier hinten. <laughs> Ah, Weltklasse! Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ja, vielen lieben Dank, Oliver, für dein Abonnement. Vielen, vielen lieben Dank. Auch dir, Küsse raus. Ja, wir haben ja einiges vor und einiges zu tun, vor allem für den Academy Club. Da werden wir natürlich äh, jetzt auch wieder anfangen ähm, für die Neumitglieder, ja, dass man da ein bisschen wieder mit den Basics anfangen werden. Ich muss schauen, dass ich in die richtige Kamera gucke. Mit den Basics starten werden und danach, liebe Freunde, gehen wir dann, wenn wir es refresh gemacht haben, gehen wir in die Elliott Waves rüber. Also da freue ich mich ein bisschen mit euch. Da gehen wir sanft hinein, fangen mit den Basics an und bauen uns in die Regel recht hoch. Ähm, das wird natürlich so das eine oder andere ähm, Momentchen dauern, ja, bis ihr alle auf gleichem Level plus minus seid. Aber wird auf jeden Fall spannend. Ein bisschen leise. Ähm, Moment, Moment, Moment. Dann probiere ich das gleich noch mal hier. Bei mir hängt es nicht. Ich habe hier noch auf dem Tablet. Ähm, die 1 ist auch raus. Sieht eigentlich gut aus. Jetzt schaue ich schnell wegen dem Ton, damit ihr mich noch besser hört. Test, Test, Test. Test, test, test. Jetzt müsstet ihr mich besser hören. Jetzt müsstet ihr mich besser hören. Ja? Hab mal rein eine eins rein, wenn ihr mich jetzt äh, besser hört, Freunde. Das müsste auf jeden Fall jetzt äh, klappen. Diese Kameraoptik ist irgendwie leicht verschwommen, habe ich das Gefühl. So, ja, perfekt. Die Technik, liebe Freunde, Technik braucht auch immer ein bisschen Zeit. Super, super. Äh, jetzt sind mir wunder, wer von euch kommt eigentlich, ähm, wie kommen wir eigentlich noch äh, ans Oktoberfest bei uns? Um, wann war das nochmal? 14.? Ich glaube, 14. und 15. Oktober, nee, 14. war es, glaube ich. Wer ist eigentlich von euch mit am Start? Das würde mich wundern. Ich habe ja schon verlost, ja, Leute sind mit dabei. Ähm, aber die können natürlich auch so kommen. Ja. Ich glaube, der, der Vorverkauf hat ich, sogar gestartet, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wer da Bock hat, mich da ein bisschen äh, kennenzulernen, der soll auf jeden Fall mit dabei sein. Das wird auf jeden Fall mega cool. Ähm, ja, was haben wir heute auf dem Programm? Vielleicht das noch kurz. Ähm, wir werden auf jeden Fall mal reinschauen, wie es ähm, Academy-mäßig aussieht. Dann Save the Date, 23.09. Da habe ich einiges, was ich noch zeigen möchte. Ja, dass es immer dabei ist, habe ich mir gedacht. Ja, Giso am VIP-Tisch. Ja, yeah, cool, freue mich. Und ähm, ja, dann äh, schauen wir uns FIMEX äh, an. Ja, wie, wie, wie steht aktuell unser Trade aus? Und gleichzeitig gucken wir noch kurz ins äh, Copy-Trading rein. Also auch das werden wir kurzerhand kurz miteinander anschauen. Ja, und dann äh, ist dann die Stunde auch schon wiederum, glaube ich. So. Also, äh, nee, du kannst einfach kommen, Simon. Da kannst du einfach kommen, ohne Wenn und Aber. Das wird auf jeden Fall passen. So, ich will mal sagen, ähm, es ist heute der erste Stream. Ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis ein paar Leute noch reinkommen, ja, bis sie wieder merken, dass ich wieder da bin. Deshalb lasst uns doch mal starten. Wir werden natürlich auch die Charts miteinander anschauen. Aber als allererstes schauen wir uns natürlich was anderes an. Und dafür müssen wir so machen. Jawohl, passt. So, also liebe Leute, am 23.09.2022 findet der größte Livestream statt, den es aktuell im deutschsprachigen Bereich je gegeben hat, rund um Krypto. Und da werde nicht nur ich mit dabei sein, sondern natürlich der Künstler David Pflugi, Crypto Gang, Moneten Dave Robin HD und natürlich auch Wotan und sein Team. Also das wird richtig, richtig geil. Ähm, die haben übrigens auch ein richtig geiles Video gemacht. Ähm, da hat hier schon, da werde ich noch eine Reaction einmal darüber machen. Das müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Da hat ähm, Wotan ein Interview geführt mit dem Künstler David Pflugi und natürlich auch mit jemand an seiner Seite. Diese Person kennt sich unglaublich stark mit Kunst aus und äh, ja, ist natürlich mit dem NFT-Kryptobereich ist natürlich ebenfalls sehr interessant. Und was ich auch mega geil finde, ich weiß gar nicht, wo hat er denn das geschickt? Moment mal, das könnte ich ja auch noch kurz zeigen, weil das wäre nämlich was richtig Geiles. Ähm, hier. Lade ich kurz runter und dann spielen wir das nämlich auch noch kurz ab, weil Leute das müsst ihr gesehen haben. Ähm, What's gespeichert? Wo hast du gespeichert? Speichern runter. Sicher. So, voilà. Schaut euch das mal an. Dann machen wir es kurz groß. mit genügend Ton. Moment. through salmon. Ja Leute, also das wird auf jeden Fall mega mega cool. Ich habe gehört, dass auch Zeitungen dabei sein Ich glaube, BBC Echo ist auch interessiert, was ich äh, jetzt erfahren habe von äh, Bitblock Art. Also die werden wahrscheinlich auch noch irgendwie anwesend sein. Ähm, wird auf jeden Fall eine richtig geile Community. Wir sind hautnah da, ja. Also jeder von uns wird da sein. Ähm, ja, und wir werden auch jeweils zehn Tickets verlosen. Ein Ticket kostet 133 Franken. Hier wird jede Community von sich aus zehn Tickets verlosen. Also ihr werdet da also auch die Möglichkeit haben, ein Ticket zu ergattern. Wann die Verlosung starten wird, das wird dann erst nächste Woche ab, ab nächste Woche soweit sein. Dann werden wir verlosen. Und ja, ihr könnt, wenn ihr mit etwas Glück seid, ihr mit dabei. Ja, und wie gesagt, ihr könnt uns da... Anfassen, schlagen, treten, knuddeln, <laughs> was ihr wollt. Äh, da seid ihr völlig frei. Ich persönlich freue mich enorm auf diesem Event. Bin ein bisschen nervös, wie sich das Ganze da ein bisschen ähm, wie das Ganze, äh, ja, ablaufen wird. Aber äh, ich war jetzt schon dreimal da und das ist mega geil. Und was eben ganz geil ist: An diesem Event seht ihr, also die, die mit dabei seid, sei es online oder eben live vor Ort, ihr werdet dann sehen die Kunstwerke die nach Katar gehen ihr habt ja da vorher im Einspieler gesehen da sind Fußballer gewesen also Weltfußballer ähm, wie Messi und Co wo da unterschreiben drauf ja und das diese Werke die nach Katar gehen die sehen wir zum ersten Mal bevor es dann abgeht äh, Richtung Katar und da werden dann wieder die Halbfinalisten und Finalisten unterzeichnen und das wird dann wieder tokenisiert das bedeutet Daraus entsteht dann ein NFT und wird dann die Hälfte dieses Projekts, geht dann wieder an äh, Kinder auf der ganzen Welt rund um schulische Zwecke etc. Also wird auf jeden Fall eine richtig coole Geschichte. Ja, und wir werden da sein, ein bisschen reden über Krypto und äh, ja, wer weiß, vielleicht kommt noch der ein oder andere Überraschungsgast. Da ist man soweit, ich weiß noch dran. Aber wird auf jeden Fall mega cool. Wird auf jeden Fall wirklich mega cool. Ja. Liebe Grüße an alle, die noch reinkommen sind. Stab, Staubsuger, vielen lieben Dank für Sabo. Und ja, hallo Susi, auch an Bord. Schön, dass ihr alle da seid. Wirklich schön. Ja, jetzt sind wieder ein paar reingekommen, 85 Leute. Ja, schön, schöner Moment. So, ja, was macht unser ähm, aktueller Trade, wo wir angefangen haben im Academy Club mit dem Aufbau, und das sind wir aktuell knapp bei 60%, Prozent. man darf nicht vergessen, es ist halt ein Hebel 3, ja. wir sind ja seriös reingegangen, es ist ja auch wichtig zum Lernen, muss man da nicht x beliebig hohe äh, Leverages haben, aber wichtig ist, wir haben gelernt, wie man eben sich den Trade aufbaut und das Compounding kommt, das haben mich einige gefragt, aber bevor wir jetzt über das Compounding reden, müssen wir ja zuerst mal den Chart nochmal anschauen, und ich weiß nicht. Wie viele von euch schon Zeit hatten heute morgen mein Video anzuschauen, da habe ich eine, eine kleine Analyse gesehen und da ist eben wichtig, ja, wir haben jetzt aktuell eine Eingangsbreite oder einen Einstieg ein Entry von 19200 plus minus und ich sehe eben aktuell noch die Möglichkeit, dass wir noch mal einen Rücksetzer sehen können unterhalb von 19000. Das bedeutet, wir werden uns dementsprechend dann im Academy Club, das werde ich dann heute im Laufe von diesem Tag noch im Academy Club schreiben, wo wir uns noch einmal aufstellen werden, um den Trade zu vergrößern, gegebenenfalls sogar noch ein paar Profite rausnehmen. da muss ich aber noch ein bisschen abwarten, bis eine gewisse Hemmschwelle überschritten ist. Dann kann man sagen, okay, wir nehmen da noch mal ein bisschen Profite raus, damit wir die unten wieder investieren können, um den Trade noch einmal zu vergrößern. So, jetzt erstmal zu dem Copy Trading kommen nachher. Jetzt gehen wir zuerst aber mal in die Chart-Analyse rein. <lacht> tut, tut. <lacht> Na, Kaizu, vielen lieben Dank fürs Following. Danke, danke, danke. Äh, cry Jens, Gruß von Jens. Ja, liebe Grüße zurück. <laughs> ja, schön, dass ihr doch doch schon wieder so vollzählig seid, obwohl ich ja eigentlich ähm, ja, im Urlaub war. So ich hoffe einige von euch haben mich auch ein bisschen vermisst. Vielen lieben Dank Lukas für dein Following. So ähm, ja, also folgende Sache: Wieso, wieso haben wir noch nicht mit dem Kampagnen gestartet? Der Grund dafür ist, dass wir hier eine ganz klare Konsolidierung sehen, liebe Freunde. Ja? Und diese Konsolidierung sehen, wir, also es ist wirklich wie im Bilderbuch, also wirklich eine wunderschöne Konsolidierung. Wir sehen hier, wie stark wir gestiegen sind, zurückgekommen sind und so weiter und so fort. Und wie es sich da äh, herauskristallisiert. Aktuell ich habe ich aber auch im Video gesagt, ich sehe eine Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten ausbrechen von 70%. Normal sagt man bei einem Pattern, dass man bei 80% nach unten ausbricht, 20% könnte tatsächlich jederzeit nach oben gehen, wenn makroökonomisch irgendwas ist. Und genau diese Thematik kommt eigentlich morgen und übermorgen ein bisschen auf uns zu. Also wir hätten. Möglichkeit, dass es bullisch ausschlagen kann. Aus diesem Grund wäre es wahrscheinlich, dass wir nach oben ausbrechen, sofern die Daten morgen eher bullisch statt bärisch sind. Also auf das müssen wir uns ein bisschen einstellen. Ansonsten wäre es natürlich eben die Möglichkeit, dass wir hier nochmals äh, zurückschlagen können. Das jetzt hier in diesem kleinen, ähm, ähm, ich bin im 1 Timeframe, sich gerade hier im 4-Stunden-Timeframe. Jetzt hier sagt man natürlich, ja, aber du siehst ja hier äh, eine Abprallung beim TP4, das ist richtig. Ähm, wir haben aber auch noch, wo habe ich es euch eingezeichnet, muss ich gerade schnell gucken, ich habe es eingezeichnet. Hier im äh, Monatschart. Im Monatschart gibt es tatsächlich die Möglichkeit, dass wir hier nochmals Richtung 17.000 Dollar zurückfallen können. Wir haben hier natürlich Hürden dann. Beim 0618 bei 28.700. Und sollten wir hier jetzt natürlich hochgehen, werden wir das natürlich compounden. Ja, wir werden das natürlich dementsprechend compounden und uns dementsprechend aufgleisen und dann je nachdem hier in dieser Range hier oben so viel Profite nehmen und dann wahrscheinlich mit einem Trailing-Stop laufen lassen damit wir so viel Gewinn wie möglich aus diesem Trade raus und kaufen uns dann wieder unten wieder neu ein, sofern wir zurückbrechen. Ich sehe tatsächlich eine Wahrscheinlichkeit, die es uns erlauben wird, hier wieder zurückzukommen. Es ist natürlich auch möglich, ja, also ich sage jetzt immer, dass das die absolute Grenze ist, die 344.000 in einem Bärenmarkt. Ja, die Möglichkeit wäre natürlich auch, dass wir hier hier bei einem 0,5 er sind, was zu einem W-Pattern passt, ja, also das ist ja immer beim 0,5 er der Fall. Also wenn wir zurückkommen, hier nochmal hoch, dann hätten wir tatsächlich die Chance, ein W zu bilden und dann könnte man natürlich sagen, okay, ab dem 0,5, er wenn wir wieder nach oben gehen, vergrößern wir noch einmal unseren Trade und dann lassen wir das ganze Spiel ein bisschen laufen und ziehen natürlich Profite. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Aber Nichtsdestotrotz, wir müssen hier ein bisschen vorsichtig sein. Also, wir sind hier im Monatschart. Das ist jetzt nicht so, dass es heute oder morgen passieren wird, sondern es ist äh, tatsächlich möglich, dass wir hier erst ab plus minus Januar kommenden Monat, äh, kommendes Jahr nach unten ausbrechen werden und dann gleichzeitig hier ein bisschen Acht darauf geben. Denkt daran, dass 0618, der hier sitzt äh, bei diesem Fibonacci, übernimmt die Rolle des 032 somit wäre hier natürlich plus minus der Ausstieg, der uns das natürlich dann wieder bestätigen würde. So, also jetzt, dass Sie mit mir ein bisschen den Gedanken haben, denn ich habe sehr viele Nachrichten erhalten im Urlaub, hey, Jay, wie sieht es aus? Kommt es oder kommt es nicht? Ja, wir kommen. Und übrigens, bevor wieder fragt, ja, die Bitcoin Watch wird morgen ausgeliefert. Also morgen kommt die Post mit einem Riesenwagen, kommt unsere Ware abholen. Ich werde noch für jede Watch werde ich eine, eine Unterschreiben, ja, und so ein Siegel machen und dann wird es morgen auf die Post gehen. Also, sie kommt dann irgendwo um 16 Uhr, holen die das ab und dann, je nachdem, keine Ahnung, wie lange das dauert, nach Deutschland. Wahrscheinlich, wenn ihr ganz im Norden oben seid, geht es wahrscheinlich vier Tage, kann ich mir überlegen. Aber es kann auch sein, dass wir hier relativ zügig in der Schweiz, wahrscheinlich Donnerstag, Freitag schon die ersten Uhren in Briefkasten, respektive die kommen eingeschrieben. Ja, das heißt also, jemand müsste zu Hause sein oder es dann abholen. Also das noch vielleicht by the way zur Info. Ansonsten eben, wie gesagt, sehe ich eine große Wahrscheinlichkeit zurück, dass wir hier ein Double äh, Button machen. Und das eben hier wäre auch ein Lucky Punch. Ja, jetzt für Leute, die nicht im Academy Club folgen, die aber Interesse haben, hey, ein guter Einstieg zu finden, das wäre tatsächlich ein Lucky Punch. Denkt aber daran, das Worst-Case-Szenario aktuell wäre dann Richtung 5.500 Dollar runter von diesem aktuellen Rising Wedge im Monatschart. Auch ganz, ganz wichtig. Dann, was man auch ein bisschen beobachten kann oder sollte, wäre natürlich hier die aktuelle oder den aktuellen Verlauf des Volumens, da sieht wir weiterhin, dass das Volumen abflacht, auch der aktuelle Monat, auch wenn wir jetzt hier ein bisschen nach oben kommen, auch das müsste man immer wieder ein bisschen im Blick halten, wäre natürlich eine Divergenz, die aktuell ein bisschen zu diesem Pattern auch passen würde. So, das mal zu dem. Dann habe ich euch ebenfalls, ähm, für die, dieses Video auch heute noch nicht gesehen haben, haben wir im, im Juni, Juli, inne, irgendwann da, habe ich euch das Miketal mit dem Gold-Support, der hat wunderbar funktioniert. Ja? Also der kam wunderbar hier runter. Und Gold ist für uns immer so ein bisschen der Spiegel zu Bitcoin. Also wir können da immer wieder ein bisschen reinschauen. Und wenn wir jetzt hier mit Gold hier nach oben preschen würden, würde das ebenfalls bedeuten, oder die Wahrscheinlichkeit wäre höher, dass Bitcoin nochmal fällt. Also Bitcoin ist ein Rising Wedge. Wir sehen hier die Möglichkeit, hier nochmal hochzukommen. Wenn die EMA 200, die 300 von unten nach oben flippt, Wäre es dann möglich, wir würden daher mit Bitcoin nochmal fallen, bevor wir dann eben steigen würden? Ja, und das ist so eine Einschätzung, die ich aktuell habe. Wir lassen das ebenfalls mal so sein. Wir prüfen das dann plus minus nochmal in einem Monat, wie es da aktuell aussieht. Aber meines Erachtens her würde auch das relativ gut passen. Denn wo wir ein bisschen aufpassen müssen, ist der Nasdaq. Der Nasdaq allgemein ist hier mit der RSI. Mal schauen, ob wir die Größe machen können sei ist hier bereits in der Close-Zone ähm, relativ stark drin. Wenn man das Ganze ein bisschen anschauen, mal schauen, ob ihr das so erkennen könnt. Macht mache das ein bisschen so. Also, wir sehen, wir haben hier schon drei Ausschläge gehabt aktuell. Und jetzt ist die Frage, wie geht es hier weiter? Also, jetzt ist die wir sind in einem ganz klaren überverkauften Markt. Man muss aber aufpassen, Jerecei ist eher etwas auf. Den Kryptomarkt sensibilisiert. Ja, wir sind dann sensibler eingestellt. Das ist nicht schlecht, auch für die traditionellen Märkte, aber es gibt uns hier ein bisschen mehr Vorlaufzeit bei den traditionellen Märkten, weil wir, wenn wir sehen, dass wir hier schon zwei, dreimal angezeigt werden, wissen wir, okay, weit nach oben kann es nicht mehr gehen. Also wir sind dann hier maximal irgendwo bei 80, ist dann auch Schluss bei den traditionellen Märkten und dann kommt es dann definitiv. Wieder nach unten. Also auch das müssen wir ein bisschen ähm, im Blick halten. So, mal schnell gucken hier. Jawohl. Gut, also, was haben wir? Wir haben hier natürlich zwei bärische Gaps, die unterhalb sind. Kann es eben sein, wenn natürlich das Szenario kommt und die, der Verbraucherindex in Europa ist katastrophal und eben in, in, in den Staaten. Ja, wie ist man redet jetzt von 0,1 Wachstum, kann nicht sein, dass es doch wieder schrumpft, vielleicht ist es aber auch mehr. Wenn es mehr ist, dann äh, sehe ich hier tatsächlich ein Potenzial, dass wir hochkommen. Und das wäre dann tatsächlich ein Anstieg von bis zum oberen Cap von 8%, wo wir steigen könnten. Das würde natürlich den Bitcoin ebenfalls mitziehen. Nicht plus, minus, vielleicht so 7%. Aber wenn wir zu Bitcoin rübergehen und das jetzt anschauen auf das aktuelle Szenario, wenn wir jetzt hier mal sagen, okay, wo wären denn die 7%, das wäre nämlich noch interessant aktuell anzuschauen, dann hätten wir die 7% hier oben. Ja, plus minus hier oben wäre dann ungefähr bei 25.750, könnten wir tatsächlich nochmal nach oben steigen. Also auch da, Wahrscheinlichkeiten sind da wieso wir nach oben gehen können. Also auch hier wieder für euch ja, 725.750 wäre ein interessanter Bereich, um nachzudenken, mache ich dann Lucky Punch für einen gewissen Short. Ja, aber das mache ich ja dann auch im Copy Trading. Da seht ihr, übrigens, ich weiß gar nicht, wer von euch hat mal eine Eins rein, wer bei euch, äh, wer von euch bei mir im Copy Trading schon dabei ist und wie die Erfahrung darin ist. Das würde mich noch interessieren. Denn ich habe ja auf Discord einiges gelesen, also von Leuten, die haben eine sehr gute Einstellung drin gehabt, alles super funktioniert, da gibt es aber auch Leute, bei denen hat das irgendwie nicht so gut funktioniert, weil sie, glaube ich, irgendwas falsch gemacht haben. Aber ich glaube, wer folgt, müsste leicht zufrieden sein. Ansonsten, ja, gut, okay, passt, passt, sehr gut. Gut, okay. Also, wir, müssen, wir wissen also 25.750. Wäre jetzt eine Möglichkeit für einen Lucky Punch, für einen Short. Ich glaube, das werde ich dann auch bei BitCat so nachziehen. Und worauf wir eben achten müssen, ist aktuell hier die J-Reven, liebe Freunde. Die J-Reven ist oftmals aussagekräftiger als viele denken. Und um ehrlich zu sein, hoffe ich es eigentlich auch, dass wir hier wirklich nochmal runterbrechen. Ob wir TP4 erreichen, weiß ich nicht, aber TP2 wäre schon eher wahrscheinlich. Ja? Das wäre dann auf 23.640. Das wäre eigentlich ein Wahrscheinlichkeitsgrad, wo man plus-minus mitnehmen kann. Wenn man jetzt aktuell aber die die anschaut, sehen wir, dass wir hier eine Erholungsphase haben für die Bullen, respektive die Bären schwächen ab. Und wir sind hier wieder bei der RSI in einem relativ gut gemütlichen Stand, ja, wo in beide Richtungen ausflippen kann. Also da müssen wir tatsächlich heute... Und ich würde sogar sagen, bis Ende dieser Woche ein bisschen vorsichtig sein mit den Trades, damit man sich hier nicht die Finger verbrennt. Jetzt vielleicht noch eine Frage an euch. Wer von euch ist aktuell long? Schreibt eine Eins. Wer von euch ist short? Schreibt eine Zwei in den Chat. Alles auf einmal geht nicht. Bei mir funktioniert damals früher super. Eins und zwei. <laughs> Okay, die Mehrheit ist short. Äh, Doc Matze ist auch an Bord, das ja, ist schön. Okay, okay, sehr gut, sehr gut. Da ja, also sind wir uns ja primär eigentlich einig, ja, das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, denkt daran, mit dem Risk Management für morgen, diese Informationen können morgen wirklich positiv sein. Obwohl ich muss sagen, ich glaube, die EZB ähm, wird auch danach irgendeine Reaktion machen müssen. Es könnte natürlich sein, wenn, ich vermute jetzt mal, reine Vermutung, die Staaten haben eine leichte Erholung, vielleicht doch 0,1, vielleicht sogar ein bisschen mehr, 0,2, 0,3, das wäre leicht bullisch. Und der Verbraucherindex hingegen, der ist verschlechtert. Kann ich mir sehr gut vorstellen in Europa und somit haben wir so, so ein bisschen ein Gegengewicht. Ja. Das bedeutet dann auch, dass wir dann im Nasdaq und im äh, im, Im DAX natürlich dann auch noch irgendwas sehen werden. Also, das wird auf jeden Fall interessant. Der DAX übrigens habe ich heute gar nicht gezeigt, komme ich gerade in den Kopf. Ähm, da haben wir natürlich so eine, wie soll ich sagen, hier oben ist so ein bisschen Invalide, obwohl bei den traditionellen Märkten ist es oftmals so, dass die Spitze eher ausgefüllt wird bei einem Pattern als beim Kryptomarkt. Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen für Leute, die mal sagen, ja, ich will mal einen Rohstoffhandel oder eine Aktie Das ist leicht abweichend zum Kryptomarkt, aber nichtsdestotrotz hat das immer noch eine gewisse Bestandheit. Und was man hier natürlich ein bisschen darauf achten sollte. Um, wir haben hier einen Gap und zwar zwischen 13,300 und ja, 13.250, so plus minus. Also hier unten wäre nochmal ein Gap. Und diese Korrektur, die wäre dann aktuell, um den Gap zu schließen, 4% nach unten, wenn der DAX so ein bisschen mitzieht. Könnte also sein, dass wir hier leichte Schwankungen sehen. Wir sehen auch, dass die EMA hier viel, viel weiter oben ist. Als bei den anderen Märkten. Und wenn man das jetzt hier noch ein bisschen anschaut, wenn man hier jetzt auch nochmal die 4, nehmen, nehmen wir 5%, nee, nehmen wir 4, 4, 4%, ja, dann würden wir runterkommen auf das untere Gap beim Nasdaq, dann wäre wahrscheinlich das erste Gap geschlossen. 4,62. Wir hatten wir, wo war denn jetzt? Ah, habe ich gar nicht so aufgemacht. Ja? Moment. ach, ich liebe dich, ich liebe dich. Du dämliches Trading View. So nochmal DAX. So, da sind im Hintergrund irgendwie zwei Einstellungen gespeichert, äh, die müssen wir ja eben 4,37 äh, nehmen wir rüber, 4,37, 4,6, ja würde passen, würde passen, dass beide Gaps geschlossen werden, wäre natürlich interessant und wir hätten natürlich hier noch beim Date Jones, das wäre dann übrigens auch hier, hä, unglaublich. Wir haben das damals ausgerechnet, aus diesem Rising Wedge hier, ja, was wir gemacht haben hier. Wir sind ja hier ebenfalls konsolidiert. Das habe ich damals noch für Mark Friedrich gemacht. Ja, und wenn man jetzt sieht, wie wir, wie wir hier runterkommen, gekommen sind, also wir haben hier, ja, ich würde sagen, es ist erfüllt. Es ne? ist, ist definitiv erfüllt, wie wir dieses Target hinbekommen haben. Da bin ich eigentlich schon zufrieden. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir hier auch noch kurz schauen, wie viele Prozente das sind. Das schauen wir ebenfalls kurz an. Das wären dann ungefähr ja, weniger. Ne? Hier brauchen wir 3,2 Also die Gaps wären oder würden geschlossen werden, wenn die Zahlen morgen und übermorgen eher negativ sind. Kann auch sein, dass sie, wenn sie neutral sind, ebenfalls geschlossen werden. Ja? Darf halt nicht bullisch sein. Das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und was natürlich auch interessant ist jetzt, neben Bitcoin, ist natürlich das Verhalten. Jetzt schaut mal gut auf den Chart. mach den den nochmal ein bisschen ja, Schau noch mal ganz gut auf den Chart, wie sich hier ähm, die EMA 200, 300 verhalten hat und die J-Ribbon. Und jetzt lasst uns mal ganz kurz, jetzt nehmen wir nämlich noch den, jetzt habe ich glaube ich, wieder den falschen genommen, kann das sein? Ihr nee, habt den richtigen erwischt. Gut. Jetzt schauen wir uns Ethereum kurz an. Jetzt schauen wir mal, wo hier die E-Mail 200 und 300 ist. Wahnsinn, wie tief unten das ist. Man darf jetzt aber einzig nicht vergessen: bei Ethereum weiß man natürlich, ja, Merch ist da ja, oder, oder, oder wird jetzt auch offiziell umgesetzt. Keine Probleme, alles hat super funktioniert. Das kann natürlich jetzt das ein oder andere bullische Signal gewesen sein, man sieht natürlich auch hier dieses Volumen, man hatte hier ein riesen man hatte hier ein Riesenvolumen. Also es ist verrückt, was da gerade abgeht und ja, jetzt ist natürlich die Möglichkeit da ab September, meiner Meinung nach, dass sich Ethereum outperformen kann. Ethereum wird ein sehr interessanter Player werden, also ist ja jetzt schon ein sehr interessanter Player, aber könnte definitiv noch ein bisschen interessanter werden und ich bin sehr gespannt, wie es sich hier entwickelt. Da, da, da bin ich sehr gespannt. Wäre jetzt mal eine Frage ein bisschen auch an die Community da draußen, wie ihr das aktuell seht. Wie schätzt ihr Ethereum ein, jetzt rein technisch gesehen, wie ihr es gelernt habt, plus minus bis Ende Jahr? Was schätzt ihr ein? Wir können das gerne mal äh, Print screenen, ja, machen wir mal einen Screen und dann schauen wir mal Ende Jahr, wer da am nächsten war, weil das wäre jetzt mal interessant. Wie ihr die Preise einschätzen, anhand technischen Parts und natürlich, ich würde jetzt behaupten, im Oktober gibt es nochmal so einen kleinen Aufwind im Kryptomarkt, weil viel Geld fließt wieder zurück, wo dann aber wieder bloß mindestens im Dezember wieder rausgezogen wird, weil man natürlich wieder Weihnachtsgeschenke machen muss. Aber nichtsdestotrotz wäre es interessant zu sehen, wie ihr das Ganze seht. Moin, moin no, 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 no. USA pusht und EU drückt. Ja, das äh, hat sowas. Ja. Die EZB-Madame wird es schon richten für die Short-Leute. <laughs> ja, das ist so, das ist richtig. Ja. ja, ciao, Matze. Tschüss, schön, dass du da warst. Chilis äh, hat sie die letzten drei Wochen auch schön wickelt. Du hast ja auch was investiert, wenn ich recht erinnere. Oh, ich bin in so viel Kryptos investiert, ich habe manchmal ein bisschen den Überblick verloren, aber ich habe das gerade hier aktuell keinen Job voran Also ist der Plan, in der Cam-Termin nun auf 43 hoch zu kampaun. Also ich warte noch auf gewisse Signale, Wenn das kommt, dann werden wir anfangen zu campounnen. Aber erstmal erhoffe ich mir noch mal einen kleinen Rücksetzer und dann geht es dann natürlich hoch. Aglaral, technisch keine Ahnung, aber geschätzt 5K. Ende Dezember 2.500 plus minus, okay. Auch interessant. Ähm, wir könnten mal, technisch hast du gesagt, gesagt keine Ahnung. Äh, dann lass uns mal folgendes tun. Aber dazu den Weekly. So. Oh, hier oben habe ich wieder gemalt für euch. Schaut mal. So, also, wenn wir eine bullische Möglichkeit hätten, jetzt ja, machen wir das nämlich so, machen hier eine Inverter aus und holen uns mal ein paar Levels rein, okay? 1, 2, 1, 2, 3 bis zum 2, was ist da hier? Die und die nehmen wir gerne mit. So. Wir machen das mal ein bisschen so. Äh, lass euch jetzt gerade nicht beirren von den Grafiken. Also nach oben stoßen. Es ist sehr, sehr selten, dass was über das 2618 hinauskommen würde. Aber so 38 ähm, wäre so ein absoluter Oberspitzenbereich, der aktuell aus den Gegebenheiten des Charts herauskommt. Hier habe ich nicht mal richtig erfasst, ich gerade so. Also jetzt rein von der Fibonacci her, rein von der Fibonacci her. Müssen wir mal ein bisschen besser im Auge behalten. Die können wir ja wieder rausnehmen hier. Uh, vier Stunden Chart drücken. So, ja, und jetzt haben wir ja noch einige, die sind relativ neu bei uns in Academy Club. Und jetzt haben wir ja im Academy Club schon einiges durchgesprochen. Insbesondere haben wir... Über die Pattern gesprochen, gibt es natürlich auch äh, die Videos und wir haben natürlich auch über, ähm, insbesondere über Fibonacci. Fibonacci ist für jeden, der neu hier zuschaut und da keine Ahnung hat vom technischen Analyse und das gerne lernen will, dem lege ich das eigentlich sehr, sehr nahe, damit ihr das sehr gut umsetzen könnt. Ja, ihr müsst lernen, was euch das jeweilige Level der Fibonacci mitteilt. Das ist eine sehr, sehr wichtige Kernaussage. Dazu gibt es natürlich Möglichkeiten. Ja. Wir haben die Fib Speed, ja, wenn ihr euch noch erinnert, wer von euch, das nimmt mich auch wunder, wer von euch arbeitet noch mit der Fib Speed, hat mal eine eins rein, würde mich sehr wundern, nehmen. wer von euch mit der Fib Speed jetzt noch gearbeitet und auch getradet hat, vielleicht sogar für die kleine Challenge, die ich euch auferlegt habe, wer hat aktuell damit gearbeitet und wie seid ihr überhaupt zufrieden damit? Ich persönlich äh, bin ja Fan, um die Geschwindigkeit des Trades ein bisschen einzuschätzen. Okay, bisher nur 2, 3, okay. Ist natürlich immer wieder gut, ja, Also wenn man die FIP Speed natürlich dazu nimmt. Ähm, auch das haben wir natürlich gelernt. Ja. Da ist sie. Um die Geschwindigkeit eines Trades einzuschätzen, ist halt die FIP Speed ein sehr sehr interessantes Tool und das hilft manchmal also zum Beispiel jetzt die Leute die mich jetzt ein bisschen auf Bitcat, äh, Copy Copytrading ein bisschen angeschaut haben da habe ich relativ viel mit Fib Speed gearbeitet weil ich ja eher kürzere Trades geplant habe dafür halt ein bisschen mit höherem Risiko das ist jetzt keiner Proof an euch Bleibt bei Hebel X3 ganz wichtig geht erst rein wenn ich selbstständig wirklich von zehn Trades sieben Trades erfolgreich gemacht habt, dann äh, kann man sagen, ja das vielleicht drei, vier Mal hintereinander, dann habt ihr so eine, so eine Quote, eine gewisse, dann kann man sagen, okay, man probiert es mal und das auch wirklich am liebsten mit gar keinem Geld, ja, ein bisschen mit Demo und sonst halt mit, mit, mit Spielgeld, dass ihr das nicht wehtut. Wichtig ist aber eben diese Fragmente, ja, man sieht das halt immer wieder ein bisschen Schnittpunktemäßig, wo es eben hingehen kann und ich rechne da schon noch ein bisschen damit, dass wir hier den ein oder anderen sehen kann. Ja. man kann natürlich auch die Fib Speed noch zusätzlich noch einmal hier jetzt nach unten ansetzen, ja, in kleineren Bereich, dass uns auch wieder ein bisschen hilft. Das sieht am Anfang ein bisschen verwirrend aus, ist es aber eigentlich nicht, weil ihr könnt damit relativ gut arbeiten. Ihr müsst halt einfach damit lernen, umzugehen. Habe ich habe ich eigentlich ein Academy Video gemacht über die Fib Speed? Ich glaube nicht, hä? Ich glaube, das würde noch fehlen. Ne? Ich glaube, das wäre nicht schlecht, wenn ich das nochmal machen könnte. Äh, Jay, erklär bitte das mit, den, mit dem Merge und was danach ist mit dem Chain. Wo sind die Coins Da Muss man was tun? Ihr müsst gar nichts tun. Das, das Swap geht ja äh, automatisiert im Hintergrund für euch. Also ihr müsst da wirklich überhaupt nichts tun. Ähm, der Wechsel ist einfach von, von proof of work of proof of stake. Ja, und und ähm, es gibt ja die Bitcoin-Maximalisten ja, und da gibt es auch die Ethereum-Maximalisten. Und da gibt es natürlich jetzt gerade so ein bisschen den Kampf, wer ist jetzt wirklich dezentral und wer nicht. Ja, und wie sieht es da aus? Und, und eine Riesendiskussion, da mutmaße ich mich gar nicht an, da irgendwie großartig mitzudiskutieren. Ich bin im Endeffekt, bin ich ein Unternehmer, ich bin einer der am Endeffekt schaut, dass, dass es für mich stimmt. Ja? Sei es eben vom äh, Kryptoguthaben oder eben auch Cashflow-technisch. Und äh, die Spekulation in Ethereum ist aktuell sehr interessant, weil der Ethereum-Preis sehr günstig ist. Ja? Im Vergleich, Bitcoin ist auch sehr günstig. Ja? Nur ist es aktuell einfacher, ein, ein Ethereum zu kaufen für, ich sage jetzt mal die 0815, nicht, nicht beleidigend gemeint, einfach für den normalen Menschen als eben ein Bitcoin zu kaufen. Ja. Und da ist eben die Frage: Es gibt viele, die draußen, die sagen natürlich, ähm, äh, Ethereum wird outperform Bitcoin, aber nicht nur charttechnisch, sondern eben auch preistechnisch. Viele sagen, dass äh, Ethereum weit über 50.000 Dollar äh, sein wird und eben Bitcoin niemals wieder sein all Alltime-High steigt. Das sehe ich ein bisschen technisch anders. Ich sehe da Bitcoin definitiv weit über eine Million. Ethereum aktuell, auch mit dem Supply Chain her, sehe ich mit dem Stake, Proof of Stake, sehe ich eher im fünfstelligen Bereich. Ja, wo genau würde ich jetzt auch noch schwierig einschätzen zu wollen. Ich bleibe mal einfach bei fünfstellig. Ähm, aber auch da, liebe Freunde, das wird seine Zeit dauern. Also, wir werden da, bis wir rauskommen im Halving, wo habe ich das eingezeigt für euch, Logarithmus, das wird schon eine Zeit dauern. Also, ich sehe da, vor äh, Mai 2025 sehe ich keine. Ja, das Oldtime High kann geknackt werden, schon bis dahin, das schon. Aber das effektive Oldtime High, das wäre, sehe ich erst im Mai oder ab, 20, sagen wir, ab Q2 2025. So in Plus, Minus in die Richtung äh, sehe ich das und dann schauen wir mal. Eins darf man nicht vergessen: Ich bin ein absoluter Bitcoin-Fan. Wissen ja viele. Aber. Bitcoin hat auch Schwächen. Aktuell ist die Schwäche da erkenntlich der Strom. Wir haben ein akutes Stromproblem in Europa. Ich habe im Urlaub mit meinem Freund telefoniert, die haben in der Schweiz tatsächlich schon einen Plan, wie sie das durchführen werden. Die werden in der Nacht teilweise zwei... Stunden einfach mal den Strom abstellen und dann wieder anlassen. Jetzt hat der habe ich gesagt, ja, ist eine, eine gute Idee, finde ich ja super, dann habt ihr das ja geschafft. Dann hat er gesagt, ja, Moment mal, ja, das Problem ist ja nicht da, wo kein Strom genutzt wird, nämlich in der Nacht, sondern das Problem ist so in den Spitzenzeiten. Wenn am Mittag alle Backhöfen laufen, alle Herde laufen, gleichzeitig noch Waschmaschine und Tumblr oder so, dann haben die Probleme. Und das kann natürlich dann auch sein, dass quartiersmäßig ja, irgendwie, zwischen äh, 11 Uhr und 12 oder 10 bis 12 und das andere Quartier ist dann irgendwie von Viertel nach 12 bis äh, Viertel nach 2, irgendwie so. Also da steht schon ein Plan da, Freunde. Ich sage es euch, und wir reden hier von der Schweiz. Ich will nicht wissen, wie das aktuell in Deutschland ist. Ich kenne aber auch nicht die Notfallpläne in Deutschland oder in, in Österreich. Da habe ich keine Ahnung, wie das gerade ist. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten, dass wir im Winter... Für ein paar Stunden vom Strom genommen werden. Da müssen wir darauf vorbereitet sein. Und genau das Problem haben ja auch die Miner. Jetzt sieht es irgendwie in, in, in den Staaten noch so, oder man redet das rosig, aber ich glaube auch, die Staaten haben da teilweise schon auch irgendwie Schwierigkeiten, denn wenn natürlich alles darüber geht und meint, jetzt schwierig. Ich weiß nicht, wie der Stromverlauf sein wird in Richtung Portugal etc. Da haben wir ja sehr viele Miner, ob das da auch Probleme gibt oder wie es Richtung Island aussieht und so weiter. Das ist noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen für mich. Aber das wäre absolutes das Kryptonit von Bitcoin. Denn wenn nicht mehr gemeint wird, fällt auch die, die Hashrate zusammen und so weiter und so fort. Also, wir werden da meiner Meinung nach Probleme sehen. Das garantiere ich euch. Aber wir schauen uns mal ein bisschen an. Ja, ich bin auch der Meinung, dass wir das äh, zu spüren bekommen. Definitiv. Ja, und jetzt übrigens hier logarithmisch gesehen ähm, ist es immer sehr interessant, wie ein Wachstum erkennbar sein kann oder wie man es eben erkennen kann. Und was wir natürlich äh, hier natürlich gemacht haben oder was ich gemacht habe hier mit den Halving, das ist natürlich auch aus der Fibonacci raus Wäre also auch möglich, welche Levels wir sehen können. Aber ab 20 Ab 2025 gibt es eigentlich so ein bisschen diese drei Szenarien. Das eine wäre äh, ab, also sechsstellig ziemlich sicher, ab 120 würde es dann losgehen bis Richtung 250.000 Dollar. Man darf aber eins nie vergessen, und zwar die Gier des Menschen. Da haben wir schon sehr oft darüber geredet, wie die Gier eben da ist. Und da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein, denn da kommen natürlich dann auch die Institutionellen. Denkt an MicroStrategy und so weiter und so fort. Die sagen, oh, jetzt sind wir lange unten durchstrecke, waren am Kapitalgemunden, konnten es nicht veräußern, das geht nicht mehr. So werden die Investoren reden da draußen. Wenn sie sagen, sobald wieder alles sechsstellig ist, zieh mal irgendwie ein Drittel raus, Boom, und geht wieder ein Drittel von MicroStrategy auf den Markt hinaus. Es ist nur eine, also es ist, ist jetzt nicht. Äh, Nichts Definitives. Es ist jetzt nur eine reine unternehmerische Überlegung, wie es eben passieren kann. Und das sieht dann eben so aus. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, im zweiten oder in, in der zweiten Hälfte des Monats, das klingt komisch, eh? nee, Ich sagt man so. Eh? Also ab jetzt bis nächste Woche, ja, Montcox dürfen wir auch nicht vergessen. Montcox würde hier eigentlich in dieses Pattern spielen, liebe Freunde. Das würde reinspielen. Montcox selbst, auch das nochmal zu sagen, Montcox wird mit ihrem Verkauf, und ich gehe nicht davon aus, dass alles verkauft wird, wird nicht den Bitcoin-Preis großartig beeinflussen. Aber der Fußzug, der kommen wird, der wird eben da sein, weil die Leute dann Angst bekommen und anfangen, Angstverkäufe zu machen, abzustoßen, was eigentlich dann auch wieder falsch ist. Aber das würde dann so quasi wie die Lawine ins Rollen kommen und da wäre eben ein Target hier unten bei 22.000 Dollar nicht abwegig. So, und jetzt reden wir noch kurz über das Copy-Trading. Wenn ich das noch offen habe, da haben wir offen. Also beim Copy-Trading, es sind natürlich Leute, die sind viel später eingestiegen, die haben natürlich nicht genau die kleinsten Daten. Aktuell ist es so, dass wir einen Bitcoin-Short offen haben, mit ungefähr 60% Redite und ein Ethereum-Short ähm, mit ungefähr 85% Redite. Da waren wir sogar kurz bei einem äh, Trade- ähm, wieder Break-Even mit einem Fächer, der gerade noch offen ist. Ich warte jetzt hier auch noch ab. Es kann noch sein, dass wir hier noch mal eine gewisse Reaktion sehen werden. Da muss ich noch ein bisschen zuwarten. Aber nichtsdestotrotz sieht es aktuell sehr interessant aus. Und wo man natürlich auch ein bisschen achten muss, ich glaube, man kann das sogar hier. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Geht das hier? So. Ähm. Ja, wir haben sogar noch 52 Plätze frei, sehe ich gerade. Ja. Ich wurde, ich wurde, das wusste ich gar nicht, dass ich freigeschalten werde hier. Ja. Ich wurde hier auf 500 Leute. Das ist das Maximum. Mehr gibt es nicht. Ich habe schon einen Antrag gestellt, ob wir da ein bisschen mehr machen können. Wir haben hier schon ein interessantes Volumen von 225.000. Wir haben 153 Trades gemacht, 152 äh, mit Ertrag, einer mit Verlust. Also, ihr seht, ich. ich ich habe das eigentlich für euch gemacht, weil der Druck von euch immer größer wurde. Ja, ihr habt mich da regelrecht gedrückt, weil das mit dem Copy-Trading immer ein größeres Thema wurde. Und ich wurde auch gefragt: Jay, wieso machst du das nicht auf Bybit? Dazu gibt es eine ganz klare Antwort. Das liegt nicht an mir, das liegt eigentlich an Bybit. Bybit selbst, das Problem ist, dass viele Influencer oder Finfluencer, wie auch immer man das nennt, die waren ja, bevor das ganze Thema kam mit der Regulierung etc., war das ein großes Thema. Dann hieß es oh, wir müssen alle deutschsprachigen YouTuber mal wegnehmen, bis wir diese Bafin-Lizenz haben. Diese Bafin-Lizenz ist bis heute nicht angekommen und mir wurde ganz klar gesagt, wir können kein Copy Trading mittlerweile mit, oder mit dir machen, weil du immer noch deutschsprachigen Content führst. Also ist es für mich relativ okay. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt nicht, dann lasse ich es so sein. Ich hätte natürlich auch noch die Möglichkeit, das auf FIMEX zu machen. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich will das nicht mischen. Ich habe jetzt hier eine gute Plattform gefunden mit Bitcat. Ich habe das ja getestet für die, ja, und das selber mal ein bisschen kritisch angeschaut. Mittlerweile muss ich sagen, funktioniert sehr gut das Copy Trading hier drauf. Ist übrigens auch die allererste Plattform gewesen, die überhaupt Copy Trading angeboten hat und das hat dementsprechend weit ausgebaut. hat. Und auf FIMEX will ich einfach das Academy beibehalten. Und auch mittlerweile mein Main Trade, das ich darüber genommen habe, also mein Main Account, läuft mittlerweile alles über Fimex. Also ich, ich habe noch ein bisschen was auf Bybit, das lasse ich da auch noch stehen. Aber aktuell trade ich halt mit Fimex und Bitget. Das vielleicht ein bisschen noch zur Klärung. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich glaube, wir haben das miteinander ein bisschen gut besprochen. Wir sehen auch, dass es hier einige gibt, die haben schon schöne Gewinne gemacht. Ja. Swiss Mike hat 5000 Dollar schon gemacht. Modsby hat ja auch schon über 2000 Mal. Also, da sieht man, die Leute haben schon ein bisschen Geld verdient bei mir mit dem Trend. Wünsche Ich freue mich natürlich. Einige haben ja auch gesagt, sie werden das Coaching bei uns dann wahrnehmen, ja, wenn, wenn das natürlich funktioniert. Und ich glaube, mittlerweile, äh, darf ich sagen, habe ich es bewiesen dürfen, dass es eben funktioniert hat. So. Also schreibt ihr im Chat? Man müsste effizienter mit der Energie umgehen. Ja, da, nicht nur effizienter, wir müssen klüger. Mal ganz ehrlich, ich hatte die Diskussion. In der Schweiz, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In der Schweiz brennen zum Beispiel die Straßenlaternen die ganze Nacht. Ich weiß nicht, ob das notwendig ist. Ja, bei uns im Dorf vorne hier läuft um, um zwischen äh, morgen um eins bis morgen um fünf keine Sau durch. Also muss die Lampe brennen? Meiner Meinung nach nicht. Ja, kann man ja ausmachen das sind so gewisse Sachen, wo man auch optimieren kann. Das macht jetzt nicht irgendwie die Kuh schwanger, aber es macht irgendwie doch alles zusammen irgendetwas aus. Also meiner Meinung nach könnte man da auf jeden Fall definitiv besser regulieren. Die Schwäche von Bitcoin ist der Mensch und seines ja, da hast du recht, Simon. Ist es nicht so, dass Bitcoin seit dem Hochzeit 2017 also in einem Abwärtstrend war und nur nur durch die Krise dann im März 2013 gestiegen ist? Warum soll Bitcoin dann seinen alten Wert von vor der Krise nicht mehr erreichen. denke, dass Bitcoin sehr wohl wieder auf drauf sinken kann. Ja, also F Pollenflug, 5000 Dollar wäre laut technischem Part. Nochmal in den Chart. Wo haben wir den Monat gehabt? Hier, nach technischem Part wäre die 5000 Dollar absolut drin. Ähm. Um, Worüber man natürlich diskutieren muss, ist, ja, ist jetzt wegen Corona den Preis so nach oben gespickt, ja oder nein? Natürlich hat Corona etwas ausgemacht, nämlich, du musst dir das überlegen: Bitcoin ist ein Inflationsschutz und das sind natürlich die Menschen, die eben auch handeln, sind nicht dumm. Ja, die wissen, was, was eine deflationäre Währung ist: das ist Bitcoin. Und wenn du da natürlich investierst, wird es im Endeffekt mehr Wert haben. Also das wird auf jeden Fall ähm, die Möglichkeit ist, da runterzukommen, aber langfristig gesehen, da eben auch täglich Bitcoins verloren gehen, wird es weiter deflationär bleiben, ist eben die Möglichkeit da, da nach oben zu kommen. Man darf natürlich jetzt eins nicht vergessen, das habe ich auch immer wieder gesagt, ich bin der Meinung, dass Satoshi es clever umgesetzt hat. Er hat gesagt, ich habe einen Bitcoin und ein Bitcoin hat 100 Millionen Satoshis. Und ich glaube nicht, dass Bitcoin im selbst die Währung also so ist oder, oder dass man im Kopf denkt, man muss mit Bitcoin, sondern ich bin der Meinung, wir werden mit der Unterwährung mit Satoshi's jeweils dann auch bezahlen, sei es eben Joghurt, Brot, was auch immer, äh, Benzin an der Tanke und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es irgendwann in den nächsten 30 bis 50 Jahren, werde ich wahrscheinlich nicht mehr leben, aber für meinen Sohn ist das natürlich gut. Wird, die, wird Bitcoin als eine offizielle Währung deklariert und diese offizielle Währung wird eine Zeit lang neben dem Fiat existieren. Das Fiat wird sich ja irgendwann selber, meiner Meinung nach, äh, ins Bein schießen und, und rausfallen. Da bin ich absolut sicher. Also, das sehe ich so ähnlich wie du, aber noch, noch mit einem anderen Hintergrund. Wäre aber schön, wenn es über Fimex läuft, da wird den dann bei einer Plattform werden. Nee, Holger, ich finde das eben besser, weil das mit, mit dem Copy soll abgekoppelt sein, das soll nichts damit zu tun haben, wie, wenn ihr selbst tradet, ja, beim Copy tradet ihr ja nicht, da trade ich ja. Also ihr selbst, was wir machen, was wir lernen, das machen wir alles mit Fimex. Und ich begleite dann gerne alle Damen nach Hause. <laughs> okay. Stimmt nicht ganz, es gibt sehr viel Steuersoftware für Straßenbelagung und Pkw-Betreibzeuge. Ja, okay, aber bei mir brennt es dauernd. Ja, aber ich hoffe, das wäre natürlich gut. Schweiz ist halt der Sicherheitsgedanke hoch und der Verlag. Ja, ja, das ist so. Hast du vollkommen recht, vollkommen recht. Sehe ich auch so. Ja, also, es ist, ihr seht, es, es ist und bleibt natürlich weiterhin spannend, wie wir das Ganze machen werden. Ähm, ich habe mir jetzt noch folgenden Plan überlegt. Ich werde im Academy Club. Ähm, Nochmal zwei, drei Refresh-Hausaufgaben geben, damit die Leute das noch ein bisschen prüfen können. Dann möchte ich wirklich sehr gerne mit euch in die Welt der Elliott Wave eintauchen. Wie kann man oder was gibt es für gewisse Regeln? Das, da, da kam einer, da hat im Urlaub, wo ich euch so die Regeln durchgesteckt habe, da hat einer gesagt: Nee, Moment mal, Welle 4 kann auch tiefer unten sein als Welle 1. Also, da, da hat er nicht ganz Unrecht. Und zwar redet man davon, wenn man in einem wenn man ein Pattern dazu nimmt, also wenn man zum Beispiel ein Rising Wedge nimmt, ja, dann kann natürlich möglich sein, dass die Welle 4 tatsächlich unter die Welle 1 kommt. Aber das ist dann wieder ein Pattern abgeglichen mit einem Elliott Wave. Das ist nicht ganz Elliott Wave himself. Ja, Elliott Wave ist einfach das Wellensystem. Da kommt auch kein Pattern ins Spiel. Wir werden aber das so ausgleisen, dass wir zukünftig eben auch die Pattern mit der Elliot Wave analysieren können und dann sagen, ah, okay, die Welle 3 ist immer die längste Welle, ja, wir haben Welle 1 und 2 bestätigt, okay, dann können wir anfangen, und dann kommt wieder unsere geile Fächerstrategie, dann fangen wir wieder an zu fächern, bauen schöne Fächer auf, schön nach unten, holen die Fächer ab, bam, geht's nach oben, aussteigen, gut ist, nächste Trade wiederholen. So äh, habe ich mir überlegt, werden wir das eine oder andere miteinander äh, ein bisschen gemeinsam anschauen, damit wir das wirklich Klar und deutlich sehen. Ich weiß und ich bin mir da sicher, dass der ein oder andere da ein bisschen hinterherhinken wird. Aber das macht nichts, denn ich werde nicht äh, das komplette Buch durcharbeiten mit euch. Ja, dafür werden wir dann auch ein Coaching anbieten, sondern wir werden, wir werden zum Beispiel einen Rising Wedge nehmen und dann machen wir das halt zwei, drei Monate lang, bis, bis der hinterletzte Academy Club das so hinter hat, dass er sagen kann: Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt machen wir das und jetzt funktioniert es. So plus minus. Aber bevor wir ins Betten gehen, müssen wir zuerst mal die Regeln verstehen. Aus diesem Grund werden wir zuerst einfach mal mit den Regeln arbeiten. Das ist zuerst ein bisschen theoretisch. Und dann geht es natürlich praktisch in das Ganze hinein. Also das ist so ein bisschen mein Gedanken. Danke für deine Antwort. Sehr gerne. Dein Kanal ist wirklich klasse. Vielen lieben Dank, Paul vielen lieben Dank, sehr gerne. Stört es dich, wenn man tiefer Hebel beim Copy-Training? Mich stört gar nichts. Also ich, ich, es glaube, ich sogar besser für euch. Müsste besser sein. Kannst du bitte kurz erklären, wie dein Vorgehen bei Film chain Bitcoin ist? War, war sehr spannend zu sehen, was du machst. Aber klar war. <lacht> <lacht> ja, ist natürlich ein bisschen schwierig, hä? Ähm, das, ich habe natürlich, ähm, einem, also wenn ich kurze Trades mache, arbeite ich auf einem 15 Minuten Chart. Und da habe ich auch mit Fipspeed Speed gearbeitet, äh, mit Widerstand und Support habe ich gearbeitet, mit Pattern habe ich gearbeitet und so dementsprechend natürlich äh, für mich alles abgeplant und natürlich immer im 4-Stunden-Chart meine Sicherheit geholt. Aber das zu zeigen wäre eher fahrlässig, zu erklären, so geht, wenn ich euch das dann irgendwie sage, dann ist es fahrlässig, weil da, da gehört schon noch das ein oder andere Erfahrungsbereich dazu und das müssen wir zuerst so sammeln. Wenn nicht, aber da, Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das mal durchhabt, wenn ihr weiter in Academy glaubt, da dran bleibt, wenn ihr äh, die Videos gut schaut und gleichzeitig das Coaching macht, Leute, ich, ich bin mir da, bin mir da sehr sicher. Also ich hatte ja nicht so ein Coaching und habe es ja auch hinbekommen. Also man braucht halt einfach so ein bisschen den gewissen Biss, aber dann kommt das relativ gut. So, liebe Freunde, ich habe jetzt gleich noch einen Termin mit meinem Gärtner, äh, ganz, ganz wichtig. Aber es hat mich wieder mega gefreut. Es war ein mega schöner Stream. Nach dem Urlaub war es schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich hoffe, ich konnte euch etwas mitgeben, das ihr brauchen konntet. Ansonsten würde ich mich hier auch schon wieder gerne verabschieden. Ich sage euch auf jeden Fall alles, alles Liebe, Bleibt gesund und bis zum nächsten Stream. Tschüss zusammen.